Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie man Synology DSM auf einen PC mit dem Xenology Bootloader installiert. Sie erfahren, wie Sie Ihr altes Acer Aspire H340 NAS ohne Netzwerkzugang wieder zum Laufen bringen. Xenology ist ein Linux-Betriebssystem wie Ubuntu oder eine andere gängige Distribution. Es ist der Bootloader für das Synology DSM-Betriebssystem, das Sie auf Ihren NAS-Geräten verwenden. DSM läuft auf einer speziellen von Synology entwickelten Version von Linux und kann daher nicht direkt mit Desktop- und Service-Distributionen verglichen werden. Es ist für den Betrieb auf NAS-Geräten mit allen Funktionen, die diese bieten, optimiert. Xenology ermöglicht die Ausführung von DSM auf jedem Gerät, zum Beispiel einen alten PC, Server oder NAS. Sie können Sie es in ein Hardware-NAS mit den Multimedia- und Cloud-Funktionen des Betriebssystems DSM verfallen. DSM ist ein intuitives, webbasiertes Betriebssystem, mit dem Benutzer Dateien auf Ihrem NAS verwalten können. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie DSM unter Verwendung des Xenology Bootloaders auf einen Acer H340 NAS installieren. In der folgenden Videoanleitung werden Sie in der Lage sein, dieses Betriebssystem auf jedes PC oder einem ähnlichen Gerät zu installieren. In meinem Fall war es nicht möglich, das NAS in den Ausgangszustand zurückzusetzen und das Standardbetriebssystem zu installieren. Also entschied ich mich für die Installation eines DSM-Betriebssystems mit dem Xenology Bootloader. An dieses NAS-Modell kann eine Grafikkarte zur weiteren Konfiguration angeschlossen werden. Beim Anschließen der Karte stellte sich heraus, dass das Betriebssystem die Installation von internen Flash-Speicher nicht abschließen kann, sodass das Gerät nicht über das Netzwerk erreicht ist. Zur Anzeige des Bildes auf dem Bildschirm ist eine PCS-X1 Grafikkarte erforderlich. Da es sich um eine recht seltene Karte handelt, habe ich einen speziellen Adapter Razer von X1 auf X6 verwendet. Als nächstes muss man in das BIOS gehen, um das Booten von einem externen USB-Laufwerk einzurichten. Um in das BIOS zu gelangen, setzen Sie zunächst einen Jumper auf das ausgeschaltete Gerät und schließen Sie die beiden Kontakte kurz. Schließen Sie dann Bootloader USB-Stick, Tastatur, Maus und Netzwerkkabel an das Gerät an. Ich werde Ihnen später zeigen, wie Sie einen bootfähigen Stick mit dem Xenology Bootloader erstellen können. Schalten Sie dann das NAS ein und drücken Sie F2 auf Ihre Tastatur, um das BIOS abzurufen. Um in den Boot-Bereich zu gelangen, suchen Sie den Flash-Stick und drücken Sie die Plus-Taste, um ihn auf den Anfang der Liste zu setzen. Drücken Sie F10, um die Änderungen zu speichern und das Gerät neu zu starten, woraufhin das NAS vom Flash-Laufwerk bootet. Um die Starteinstellungen zurückzusetzen, entfernen Sie einfach den Jumper. Nachdem wir nun das Gerät eingerichtet haben, wollen wir uns ansehen, wie man den DSM installiert. Um den Prozess zu vereinfachen, laden Sie den Xenology Tool herunter. Einen Link zum Forum, wo es heruntergeladen werden kann, finden Sie in der Beschreibung unterhalb des Videos. Als nächstes müssen Sie entscheiden, welche Version der Synology DSM System für das Motherboard Ihres Computers geeignet ist. Wenn es sich um einen älteren Computer handelt, der UEFI nicht unterstützt, wird empfohlen, DSM 5.2 zu verwenden oder DSM 6.2.1 mit Boot 1.0.0.4. Bett zu testen. In anderen Fällen sollte die in diesem Video gezeigte Version funktionieren. Starten Sie das Xenology Tool. Gehen Sie auf die Registerkarte Downloads und wählen Sie die richtige Version des Bootloaders aus. Ich benötige die Version 1.0.3 für die DSM 6.17, die sich bereits als funktionierende Version erwiesen hat. Laden Sie das Archiv Synoboot.zip herunter
und dann müssen Sie das SMM, das entsprechende Version, herunterladen. 62103 SMM 617. Entfachen Sie das Archiv mit dem gemeinsamen Datei, Synabot ICO, und kopieren Sie die Datei mit der Erweiterung Patch in denselben Ordner. Sie können nun einen botfähigen USB-Stick erstellen. Dieser USB-Stick wird Teil des Systems und wird zum Booten der ersten Treiber und des Bootloaders verwendet. Ein alter 4 GB Stick funktioniert ebenfalls. Der nächste Schritt besteht darin, das Bootloader-Image zu mounten und es zu bearbeiten. Öffnen Sie im Fenster Espionologie-Tool die Registerkarte Portable-Tool und starten Sie das Programm OSFEE Mount. Klicken Sie auf Mount New, geben Sie den Pfad zur Image-Datei an, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie hier die Nullposition aus oder geben Sie in diesem Feld 2048 ein. Deaktivieren Sie unten das Kontrollkästchen Read Only und stellen Sie Mount S Rewind Media ein. Okay. Öffnen Sie ihn durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, gehen Sie zum Ordner Group, suchen Sie die Datei Group in Ziffer G und öffnen Sie sie mit Notepad. In dieser Datei müssen Sie die Felder Bit und Bit ändern und hier die Werte des Flashlaufwerks hinzufügen. Sie können sie über die Eigenschaften des Flashlaufwerks abrufen. Starten Sie auf den Xpnologie-Tool-Anwendung das Programm USB-DevisQ. Hier wird das Flashlaufwerk als Messsteuerung angezeigt, den Sie öffnen können, um sicherzustellen, dass es das richtige Gerät ist. Kopieren Sie die Werte, Produkt- und Vendor-ID und fügen Sie sie in die GFG-Datei ein. Als nächstes müssen Sie einen weiteren Parameter, nämlich die Seriennummer des Geräts, in diesem Feld ändern. Um die Seriennummer zu erhalten, starten Sie das Programm Seriengenerator. Hier wählen Sie das Modell entsprechend der heruntergeladenen Datei. Bei mir das E3617 und klicken Sie auf Generieren. Kopieren Sie sie, fügen Sie sie in die Datei ein und speichern Sie die Änderungen. Deaktivieren Sie es in Offset Mount und beenden Sie es. Nun müssen Sie dieses modifizierte Image auf eines vorbereiteten USB-Stick schreiben. Öffnen Sie Rufus und erstellen Sie ein bootfähiges Flash-Laufwerk. Wählen Sie das Laufwerk, dann die Image-Datei Start. Das bootfähige Flash-Laufwerk ist fertig, sodass Sie nun mit der Installation beginnen können. Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem PC und schließen Sie ihn an das NAS an. Schalten Sie das NAS ein. Ich habe das BIOS zuvor so konfiguriert, dass es von USB bootet. Wenn alles gut ging, sehen Sie ein schwarzes Fenster mit weißen Buchstaben. Wählen Sie den ersten Punkt und drücken Sie die Eingabetaste. Der Bootloader ist nun bereit für die Installation. Um die Installation zu starten, gehen Sie zu dem PC, der das Gerät steuert, und führen Sie den Synology-Assistent aus. Erlauben Sie dir den Zugriff durch die Firmware. Sobald das Programm gestartet ist, beginnt es automatisch nach Geräten zu suchen. Eine Diskussion sollte in der Liste mit dem Status nicht installiert erscheinen. Wählen Sie es aus und klicken Sie auf Verbinden. In dem sich öffnenden Browserfenster sehen Sie den ersten Installationsbildschirm des DSM-Betriebssystems. Klicken Sie hier auf Installieren und wählen Sie dann die manuelle Installation. Geben Sie den Pfad und den zuvor heruntergeladenen Patch-Datei an
und klicken Sie auf Jetzt installieren. In einem Pop-up-Fenster werden Sie gewarnt, dass alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Akzeptieren Sie OK. Dadurch wird die Partition formatiert und der Manager installiert. Die Dauer des Installationsvorgangs hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Festplatte ab. Warten Sie den neuen Start des Geräts ab. Ein paar Minuten nach dem Neustart sollte das NAS im Netzwerk erscheinen. Das System wurde installiert und Sie müssen Ihren Servernamen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung, wählen Sie Benachrichtigung aus der Liste und klicken Sie auf Weiter. Quick Connect für die inoffizielle Version wird am besten übersprungen. Es kann später konfiguriert werden, falls erforderlich. Damit ist der Designer-Installationsprozess abgeschlossen und das Gerät ist einsatzbereit. Als nächstes können Sie ein RAID-Array aus den Festplatten erstellen, den Netzwerkzugang konfigurieren und öffentliche Ordner hinzufügen. Um die Festplatten zu einem Array zusammenzufassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Menü und öffnen Sie den Storage-Manager. Gehen Sie hier auf Storage-Ressource-Pool und klicken Sie auf Create, um einen neuen Pool zu erstellen. Wählen Sie die RD zu erstellen des Pools, verbesserte Leistung oder zusätzliche Flexibilität. Wählen Sie den gewünschten RAID-Typ aus und klicken Sie auf Weiter. Ziehen Sie die Festplatten, die das Zukunftsgerät bilden sollen, auf die rechte Seite des Fensters. Weiter. Das System wartet Sie, dass alle Daten auf den Festplatten gelöscht werden. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Überprüfen Sie im nächsten Fenster die Einstellungen und klicken Sie auf Übernehmen. Danach wird das System Sie weiterhin warnen, dass Sie ein neues Volumen erstellen müssen, bevor Sie den Pool-Speicherplatz weiter nutzen können. Um das Volumen zu erstellen, öffnen Sie das Menü Partition Verwaltung und klicken Sie auf Erstellen. Öffnen Sie die Größe im nächsten Fenster und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie das Dateisystem, Weiter und klicken Sie im nächsten Fenster auf Übernehmen, um die Einstellungen zu bestätigen. Sobald das Array und die Partitionen erstellt wurden, können Sie einen netzwerkfreigegebenen Ordner hinzufügen. Öffnen Sie dazu Systemsteuerung, gemeinsamer Ordner, erstellen. Geben Sie den Ordnernamen und die Beschreibung ein. Wählen Sie den Speicherort aus, geben Sie die Berechtigungsbeschränkung auf und klicken Sie auf Weiter. Legen Sie das Kennwort fest. Und bestätigen Sie die Änderungen mit Übernehmen. Legen Sie im nächsten Fenster die Berechtigung für die Benutzer fest und klicken Sie auf OK. Jetzt können Sie sich über das Netzwerk mit dem Gerät verbinden und Daten aufzeichnen. In jeder NAS-Datenverlust-Situation ist Hetman RAID Recovery das ultimative Tool zur Datenwiederherstellung. Das Programm hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Informationen im Falle eines versehentlichen Löschung von Dateien auf einem NAS-Gerät,
einer Laufwerkformatierung, einer falschen Konfiguration, einer Gerätefirmware und anderen Situationen mit Datenverlust oder Verlust der Zugriffs auf ein Netzlaufwerk und RAID-Arrays-Schäden. Die Software unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, RAID-Technologien und RAID-Typen und kann in den meisten Fällen ein beschädigtes RAID automatisch wiederherstellen. Entfernen Sie zu wiederherstellen die Laufwerke von Ihrem Gerät und verbinden Sie sie mit Ihrem Windows-PC. Laden Sie die Software herunter und führen Sie sie aus. Hetman RAID Recovery wird das gestörte RAID automatisch aus den Laufwerken wieder zusammensetzen. Um den Inhalt des Laufwerk-Arrays anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und dann auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus und klicken Sie auf Weiter, um die Dateisuche zu starten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertigstellen. Suchen Sie das Verzeichnis, in dem die gemischten Dateien gespeichert sind. Wenn Sie auf die Datei klicken, können Sie Ihren Inhalt in der Vorschau sehen. Markieren Sie dann alles, was Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie dann das Laufwerk und den Ordner an, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Gehen Sie dann zu dem angegebenen Pfad und suchen Sie nach den wiederhergestellten Dateien. Was Expionologie betrifft, so ist es eine großartige und preiswerte Lösung für ein Heimprojekt. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Betriebssystem für Ihr NAS sind, sind Sie mit einem echten Synology-Gerät besser beraten. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.